Staatsakt am Tag der Einheit. Hannover am Samstagvormittag. Die deutsche Politprominenz findet sich zu den offiziellen Feierlichkeiten ein. Erstmals nach der Bundestagswahl treffen hier Gewinner und Verlierer direkt aufeinander. Kein leichter Gang für Helmut Kohl. Mit deutlichem Abstand, wie schon am Wahltag, folgt er Gerhard Schröder. Dennoch Ministerpräsident des Landes Niedersachsen ist in diesem Jahr Gastgeber der Einheitsfeier. Um die Gestaltung des Festes, besonders um den sogenannten Hymnenmix, der die Nationalhymnen aus Ost und West mit dem Schlager Goodbye Johnny vermischt, hatte es bis zuletzt heftigen Streit gegeben. Aus Protest blieben bayerische Politiker fern. Sie haben viel verpasst. Die Reaktionen des Kanzlers sind reine Auslegungssache. Der Kanzler hat nur sehr spärlich applaudiert. Der Kanzler hat aber mit den Füßen gewippt. Ja, momentan, das ist doch toll, oder? Er hat so viel Humor, dass er auf jeden Fall mitgewippt hat. Zur selben Zeit in München. Der Tag der deutschen Zwietracht beginnt. Die CSU-Spitze hat sich zum 10. Todestag von Franz Josef Strauß versammelt. Stoiber, wieso sind Sie ja nicht in Hannover? Weil heute mein Platz in München ist. Einigkeit und Recht und Freiheit ist ein so schönes Lied, das sollte man nicht verändern. Also, das Lied der Deutschen in Originalfassung, intoniert vom Christlich-Sozialen Gesangsverein München. Der Machtwechsel begann am Sonntag mit der ersten Prognose pünktlich um 18 Uhr. Jubel vor der Bonner SPD-Zentrale. Wir sind die Niedersachsen, Sturm fest und Erdball wachsen, Heil, Herz und Frieden und Kindstamm. Gedrückte Stimmung dagegen im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale. Mit Verlusten von über 6% hatte hier niemand gerechnet. Enttäuscht. Mehr kann ich im Augenblick nicht sagen. Ich verstehe die Wähler nicht. Absolut nicht. Ich bin auch wahnsinnig enttäuscht. Auch Norbert Blüm, dienstältester CDU-Minister, ist sichtlich fassungslos. Herr Blüm, kurze Frage. Wie konntest du diesem Ergebnis kommen? Der Wähler hat gewählt. So ist das in der Demokratie. War der Kanzler der falsche Kandidat? Nein. Das sehen selbst seine Parteifreunde anders. Verhaltener Applaus für den Verlierer. Nur 200 Meter entfernt wird der Kohl-Bezwinger lautstark gefeiert. Tausende jubeln mit Gerhard Schröder. Der dicke ist weg! 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 Wunderbarer Tag, ne? Und langsam beginnt man zu begreifen, was passiert ist. Herr Schröder, können Sie sich mal umdrehen, bitte? Die Frankfurter Börse am Morgen danach. Gespannt erwartet die Finanzwelt die Reaktion der Aktionäre. Die Überraschung? Rot-Grün führt nicht zum Kurseinbruch. Der deutsche Aktienindex steigt zu Handelsbeginn sogar um über 92 Punkte. Natürlich, die Forderungen der Grünen sind nicht unbedingt jetzt das, was die Börse sich so vorstellt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass sich Herr Schröder gegenüber den Grünen und auch vielleicht einigen Vorstellungen von Herrn Lafontaine durchsetzen kann. Und dann wird das hier in Deutschland gar nicht so schlimm werden. Wichtig ist einfach, dass kalkulierbare Größen entstehen. Bonn zur selben Stunde. Hunderte Journalisten warten auf Personalentscheidungen des künftigen Kanzlers. Doch mehr als eine Andeutung ist Gerhard Schröder nicht zu entlocken. Die Weltausstellung wird, Herr Zeek, ein Erfolg werden. Dafür werde ich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Amt sorgen. Und der Rest wird mit dem neuen Finanzminister besprochen. Im Konrad-Adenauer-Haus verlassen Helmut Kohl und sein Generalsekretär Peter Hinze die Bühne. Zumindest der Kanzler wirkt nach 16 Jahren irgendwie erleichtert. Jetzt habe ich verloren, damit muss ich leben, aber deswegen bricht doch die Welt nicht zusammen, die Republik geht auch nicht unter. Herr Bundeskanzler, freuen Sie sich über ein Stück wiedergewonnene Freiheit nach all den Jahren? Ja. Was haben Sie für persönliche Pläne für die kommende Zeit? Ich habe vor allem das größte Glück, dass ich keinen Plan habe.
Und das heißt, einfach kein Plan. 15 Uhr. Im Bonner Wasserwerk treffen sich erstmals alle SPD-Abgeordneten, die Alten und die Neuen. 46 Mandate haben die Sozialdemokraten hinzugewonnen. Sie bereiten Gerhard Schröder einen triumphalen Empfang. 16 Jahre Opposition haben die SPD eine neue Tugend gelehrt: Dankbarkeit. Was wird sich ändern unter einer möglichen rot-grünen Regierung in Deutschland? Ja, wir werden zunächst mal das Bündnis für Arbeit und Ausbildung in Angriff nehmen und dann dafür sorgen, dass Deutschland ein wirtschaftlich stabiles Land ist, in dem die innere Sicherheit gewährleistet bleibt und das außenpolitische Kontinuität bewahrt. Die Politik der inneren Sicherheit wird konsequent unter sozialdemokratischen Voraussetzungen weitergeführt. Welche Forderungen haben Sie da an die Grünen? Realismus. 100 Meter entfernt, im Bundeshaus erkunden Unionspolitiker die neue Lage der Nation. Guten Tag, Herr Hauser. Hallo. Wie geht's denn weiter für Sie? Ach, ich hatte eine gute Zeit in der Politik. Und das geht auch weiter. Es gibt immer auch ein Leben nach der Politik. War nie auf Dauer mit der Politik verheiratet. Ich bin 46. Ich kann auch noch was anderes machen. Haben Sie denn was in Aussicht? Da lasse ich mir jetzt Zeit dazu. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und in Ruhe und in aller Bedächtigkeit werde ich mir da schon was aussuchen. Irgendwann muss man ja immer gehen. Und es ist besser, man geht in einer solchen Situation, wo die Regierung insgesamt verliert, als dass man über einen Skandal stürzt. Außerdem habe ich meine Arbeit getan auf der Harthöhe in 6,5 Jahren. Und es wird selbst Rot-Grün schwerfallen, das schnell wieder kaputt zu machen. Mach's gut, ne? Wie viele Leute, die Stimmen haben Ihnen gefehlt in Ihrem Wahlkreis? Können Sie doch nachlesen. Wie geht's denn weiter für Sie politisch? Ich werde weiter hart arbeiten. Paris am selben Tag. Auf dem internationalen Automobilsalon präsentiert VW-Chef Piëch den neuesten Traumwagen seines Konzerns. Eine Sportwagenstudie der Marke Bugatti. Technische Daten: 18 Zylinder, 550 PS. Höchstgeschwindigkeit rund 250 km in der Stunde. Der Gegenentwurf zum 3-Liter-Auto. Vielleicht ist das eine der wesentlichen Schwächen des grünen Konzeptes. Die ökologische Steuerreform sagt ja nur, dass Umweltverzehr bezahlt werden soll. Und ich denke, dass jemand, der so ein Auto fährt, das auch bezahlen kann. Also wenn Sie so wollen, da beißen die Dinge sich nicht. Die Frage ist eine andere, ob eine ökologische Steuerreform sich als Konjunkturgift erweisen wird. Und das, was wir gerade sozusagen, das zarte Pflänzchen, was wir haben, was wir auch brauchen, um das, was Schröder die geistige Arbeitslosigkeit nennt, zu besiegen, dass man die sozusagen durch leichtfertige Bewegungen wegwischt. Da liegt die eigentliche Gefahr. Selbst die Fundamentalisten werden erkennen, dass sie damit den Ast absägen, auf dem sie sitzen. Tempolimit ist nichts, was der Umwelt hilft. Tempolimit ist, was der Industrie schadet. Denn Autos aus Deutschland, sehr erfolgreich, werden gekauft, weil sie entwickelt sind für hohe Geschwindigkeiten und hohe Sicherheit. Das ist etwas, was überhaupt nichts zu tun hat mit Umwelt. Das ist eine Perception in den Köpfen der Menschen in der ganzen Welt. Wenn wir dieses künstlich cutten, heißt das, die eigene Industrie ins Knie schießen. Das würde keine Regierung der Welt tun. Ich hoffe, die Deutsche tut es auch nicht. Abwarten. Noch haben die rot-grünen Koalitionsverhandlungen nicht einmal begonnen. Uhr, immer noch in Paris. Präsident Jacques Chirac empfängt Gerhard Schröder im Élysée-Palast. Der Antrittsbesuch ist vorgezogen. Wichtigster Tagesordnungspunkt: der Austausch von Höflichkeiten. Ich fand das ausgesprochen entgegenkommend, dass Präsident Chirac mich eingeladen hat. Und für mich war das eine Selbstverständlichkeit, noch vor der offiziellen Wahl im Deutschen Bundestag in Frankreich zu sein. Paris liegt sehr nahe, das gilt in jeder denkbaren Hinsicht. Zur selben Zeit die Hamburger Zentrale der Bild-Zeitung. Hier wird seit der Wahl Tag für Tag versucht, den Wechsel in Worte zu fassen. Kurze Worte, 4 Millionenfach gedruckt. Ja, okay. Ja, ich habe erst mal gedacht, er sagte so 110, 120 Zeilen Fleischfaser in der Jo. Und 70 Zeilen in Umlaufkohl, 15 Zeilen Zapfenstreich, den sie für ihn veranstalten wollen. Und dann ist der Fahrer von Kohl jetzt mit Schlaganfall in der Garage, Tiefgarage gefunden worden. Das ist ein Querformat, ne? Wir machen jetzt die ganze Woche 2, 3 große Politik mit allen Facetten. Menschliches Schicksal natürlich auch dazu, wie es das Bild gehört. Und ich
glaube, was man so auch so da an dem Feedback der Leserbriefe und der Leser merkt, es ist ein so großes Interesse an Politik zurzeit in unserem Land wie schon seit Jahren nicht mehr. Die Politikschlagzeile für den nächsten Tag, rot-grün, langsam lichtet sich der Personalnebel. Bonn am Vormittag. Die Grünen auf dem Fußweg zur Macht. Jürgen Trittin, Joschka Fischer, Kerstin Müller und Gunda Röstl wollen sich mit der SPD-Führung zu ersten Sondierungsgesprächen treffen. Eigentlich ist der Termin geheim. In der saarländischen Landesvertretung wartet das SPD-Führungsquartett. Es geht um Posten und Positionen. In der Bild-Redaktion werden die Verhandlungen gespannt verfolgt. Der erste Praxistest für Rot-Grün. Wir hatten die ganze Zeit Figuren, Personen-Themen und nun wird es endlich mal richtig sachpolitisch. Das heißt, ein konkretes Thema liegt auf dem Tisch und ein Thema, was jeden Bildleser immens interessiert, nämlich wie geht es mit dem Benzinpreis weiter. Und heute haben sich die ersten grünen Finanzexperten geäußert und haben gesagt, sie plädieren für eine sofortige Preiserhöhung im Rahmen bis zu 26 Pfennig. Und das werden wir in gebührender Größe dem Bildleser morgen mitteilen. Bonn, 4 Stunden später. Die Verhandlungsführer treten vor die Presse, um zu sagen, dass sie nichts zu sagen haben. Gibt es schon eine Zahl von Ministerien für die Grünen? Es gibt keine Zahl, es gibt ausgetauschte Meinungen. Aber Sie können sicher sein, auch in dieser Frage wird es eine Einigung geben. Wie ist denn die Chemie zwischen den Verhandlungsführern? Na, wir können nicht klagen. Berlin am Morgen. Die Hauptstadt hat sich herausgeputzt. Der Bundespräsident eröffnet die Daimler City am Potsdamer Platz. Städte sind nur zu einem Drittel Bauwerke. Zu 2 Dritteln bestehen sie aus Menschen. Der Potsdamer Platz wird das Herz der Berliner Republik werden. Bereits im April will Gerhard Schröder an die Spree, Monate früher als geplant. Das wäre hervorragend. Sehr schön. Während in Berlin gefeiert wird, beginnen in Bonn die ersten offiziellen Koalitionsgespräche zwischen den Bündnis Grünen und der SPD. Joschka Fischer bahnt sich zielstrebig seinen Weg durch die Kamerateams. Ehemalige Weggefährten bleiben links liegen. Es geht nicht ums Singen, es geht ums Verhandeln. Wir haben den Treibhauseffekt, haben auf der Erde haben so Ozonholzen, die Regenwälder verschwenden, die Rohstoffe horten Atommüllberge. Und wir müssen von dieser Problematik weg. Und jetzt haben wir die Chance und die müssen wir nutzen. Und wir müssen einen Neuanfang starten. Trotz der allgegenwärtigen Umweltgefahren, der künftige Kanzler präsentiert sich optimistisch. Worauf wollen Sie sich einigen heute? Einen schönen Beginn werden wir machen. Nachprüfen kann das keiner. Die Verhandlungen um Ökosteuern, Atomausstieg, Benzinpreise und Bundeswehreinsätze finden hinter verschlossenen Türen statt. Die Versammlung wird hiermit aufgelöst. Zeitgleich bei Gorleben. Die grüne Basis verhandelt nicht, sie handelt. Castor-Gegner besetzen Bahngleise. Schröders Polizei schreitet ein. Das tun wir auch für Sie, da müssen Sie mal drüber nachdenken. Ne? Und in diesem Fall müssen Sie wirklich denken. Dass wir Ihnen ist es nicht klar, warum wir hier stehen. Die meisten Ihrer Kollegen weigern sich ja sogar, dieses Informationsmaterial anzunehmen. 40 Hiroshima-Bomben entspricht diesem Potenzial der Castor-Behälter. Und dafür stehen wir hier, nur dass wir es wissen. Auch ohne den Druck der Basis, die rot-grünen Verhandlungen belasten die Nerven aller Beteiligten. Oft bis zum Äußersten. Ich möchte jetzt nicht. Der Abend danach. Gerhard Schröder und die künftige First Lady entspannen sich bei einem Empfang in Hannover. Also ich fühle mich sehr gut, wenn auch nicht überarbeitet, aber schon eine ganze Menge getan worden ist. Aber wenn man gewonnen hat, verarbeitet man Stress besser als umgekehrt. Ja, am Anfang ist man erst so etwas überrollt. Erstmal erleichtert, dass der Wahlkampf vorbei ist, erleichtert über das gute Ergebnis und so langsam setzt die Freude ein. Ich denke, das kommt dann jetzt in dieser Woche. Die Einheitsfeier nach dem Hymnenmix. Gerhard Schröder versöhnt den Noch-Kanzler mit wohlgewählten Worten. Die neue Mitte spricht. Ihnen, Herr Bundeskanzler, möchte ich an dieser Stelle noch einmal meinen Respekt aussprechen. Respekt.
Respekt für Ihren Anteil an der wiedergewonnenen staatlichen Einheit. Und ich füge hinzu, Respekt für Ihre Arbeit für den Aufbau eines einigen Europas. Dankeschön. Abschied für Helmut Kohl. Nicht nur von Hannover. Bonn heute Morgen. Bündnisgrüne Delegierte kommen zum überraschend einberufenen kleinen Parteitag. Draußen werben Ökofundamentalisten und ihre Kinder für den Sofortausstieg aus der Atomkraft. Drinnen werben die Realos für Verständnis, dass genau das mit Schröder nicht zu machen ist. Der letzte große Streit der Grünen hat begonnen. Die Zeit der alten Flügelstreits, also wo es in jeder Auseinandersetzung um alles oder nichts dann gleich geht, ob Personal, ob inhaltliche Auseinandersetzung, die ist vorbei. Die kann uns Kopf und Kragen kosten das nächste Mal. Die Delegierten klatschen. Bei geöffneten Türen jedenfalls.